So. Aufnahme starten. Gut. Ja, jetzt kann ich die nämlich auch problemlos ausfahren, da ich den Ton jetzt davon sowieso nicht nehme. Nehmen wir erstmal die normale Länge und dann gehen wir hier mal durch den schön verschneiten Schlosspark. Ich habe ja noch die Hero 9 auch mit dabei. Auf dem Gimbal habe ich die diesmal gesetzt, auf dem Z-Achsen-Gimbal von Scotty Makes Stuff. Die werde ich dann nachher noch mit einsetzen. Ich will jetzt erstmal eine kleine Runde mit der X2 hier drehen und im Anschluss kann man das dann noch umändern. Okay. Schön verschneiter Schlosspark. Ist auch eine tolle Sache. Trotz alledem müsste ich jetzt noch mal meine Ansprache hier halten. Mache ich gleich auf der Brücke da. Ja, sieht doch gut aus. Ja, hallo, der Matthias ist hier. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei meinem neuen Video hier aus dem wunderschönen Cuxhaven an der Nordseeküste. Total verschneit, noch immer. Und dann nehme ich dich jetzt mal mit hier auf einen schönen kleinen Rundgang durch unseren Schlosspark am Schloss Ritzebüttel. Schön mit dem Schnee und Eis. Sieht man ja hier ja auch nicht allzu häufig. Ja. Dann wünsche ich dir viel Spaß bei dem Video. Wenn es dir gefällt, denk dran, Daumen nach oben geben. Und du kannst auch gerne einen kleinen Kommentar schreiben. Freue ich mich immer drüber, das weißt du ja. Ja, und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das jetzt auch gerne machen. Die Glocke drücken nicht zu vergessen, das ist wichtig. Dann wirst du immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Okay, und dann setzen wir unseren kleinen Weg hier durch den verschneiten Schlosspark in Cuxhaven mal weiter fort. Dann, hier ist nicht so viel los, das freut mich richtig. Das ist richtig schön. Gestern war ich ja am Deich in der Grimmershörner Bucht und da war das ja wahnsinnig mit Leuten überlaufen. Da bin ich dann ja auch noch die Mavic R2 geflogen. Das war auch ein kleines Risiko, aber ich habe es halt gemacht. Und heute hier im Schlosspark habe ich vorsichtshalber extra die Mini 2 nur mitgenommen, da die doch ein bisschen weniger Ärger provoziert. Ja, jetzt gehen wir hier mal Richtung Schweizer Haus weiter. So, da ist dann wieder unser schönes Schweizer Haus. Da werde ich jetzt auch gleich mal versuchen, mit der X2 ein paar schöne Aufnahmen von zu bekommen. Vielleicht nochmal auf die volle Länge der beiden Selfie-Sticks ausfahren und dann das Ganze noch ein bisschen besser drauf zu kriegen. Mache ich das mal. So, höher geht's nicht. Das ist das Maximum. Filmen wir das mal so. Und dann gehe ich hier mal etwas weiter in die Botanik hinein, in den tiefen Schnee. Ein bisschen jedenfalls. Die X2 wie eine Angelrute gehalten. Dann angel ich hier ein paar Enten, gucken, ob ich was fangen kann. Okay. Das ist immer schön aufsehenerregend. Das sind wir so ruhig nochmal eben so ausgefahren und gehen hier noch in die Richtung weiter. Ich muss auch gleich mal die Pocket 2 noch kontrollieren, ob die noch einen schönen Winkel drauf hat. Ja, einmal einen schönen Gang durch den Schlosspark mit der X2 jetzt, und danach werde ich das dann mal wieder ändern auf die Hero 9 mit dem Gimbal. Mal schauen. Okay, das war jetzt aus der Höhe aufgenommen. Wieder reinholen. Wieder nichts gefangen, verdammt. Wieder keine Ente und keine Möwe an meine Angel gegangen. Aber okay. Ja. Hier ist dann wieder die kleine Freilichtbühne. Auch voller Schnee. Haben gestern die Kinder bestimmt gespielt und gerodelt. Sieht man noch die Spuren von. Okay. Ein bisschen ausfahren. Normale Höhe. Mal in die Höhe für den unechten Drohnenschuss. Drohnenshot. Super, blauer Himmel. Ich glaube, Schnee kommt jetzt nicht mehr. Das ist ein bisschen schade. Hatte ich mich schon so drauf gefreut. Aber gut, das Beste draus machen. Also mal wieder ein und dann mit der normalen Höhe weitergehen. Hier ist der interessante alte Baumstamm. Da kann ich ja jetzt auch mal mit der X2 reinfilmen. Mal schauen, ob man da überhaupt was erkennen kann. Oder ob das zu sehr rauscht. So, und wieder raus. Teich. Ja, werfe ich meine Angel noch mal aus. Vielleicht geht ja jetzt eine Ente oder ein Sumpfhuhn ran. So. Ja, wieder nichts gefangen. So ist das. Wieder die Brücke. Jo. Ist ein bisschen schade, dass so gar keine Viecher hier sind, gar keine Critters. Start Record. Das mit der Sprachsteuerung funktioniert erstaunlich gut. Vielleicht nutze ich das doch mal ein bisschen intensiver. Kann ja nicht schaden. So. Hier weiter durch den schönen verschneiten Schlosspark im Schloss Ritzebüttel. Ich mich gerade aufgehängt in einem Geäst. So. Durch die Bäume durch. Echt erstaunlich wenig los hier. Damit hätte ich nicht gerechnet. Sicherlich das Meer und der Deich. Das zieht natürlich mehr Touristen an. Ganz klar. Gut. Gehen wir jetzt einmal gleich hoch zum Schloss. Und dann später nochmal außen rum. Okay. Muss ein bisschen aufpassen. Das ist ganz schön eisig. Vereist, dass man nicht ausrutscht hier. Auf den Stufen. Ja, ich freue mich richtig, dass du mich begleitest hier wieder durch den verschneiten Schlosspark. Lass einen Daumen nach oben da, falls dir das Video gefällt. Okay, hier oben die Plattform. Mal wieder auf die volle Länge ausziehen. Ja. Schöne Einstellung. Mal die Angelrute wieder einholen. Okay. Die Richtung weiter. Ich kann sie jetzt auch noch mal wieder ausfahren. für den drohenden Effekt, den unechten drohenden Effekt. So, da haben wir das Schloss. Schloss Ritzebüttel. Wieder tiefer gehen. Jupp. Zweige und Äste. Schön aus. Haben wir wieder reingeholt. Und hier ist der Weg oberhalb vom Schweizer Haus. Richtig schön sonnenbeschienen heute. Ganz toll, herrlich. Klasse Wetter. Mal in die Höhe gehen. Am Schloss Ritzebüttel. Rückseite. Unten haben wir dann das Schweizer Haus. Ist jetzt gar nicht so gut zu erkennen. Ich hoffe, es geht euch gut, es geht dir gut, dass du gesund bist, ein bisschen Abwechslung hast, auch ein bisschen was unternimmst in diesen Zeiten. Lass dich nicht so runterziehen von dem ganzen Lockdown-Kram. Unternehmen was Schönes, so wie ich jetzt heute hier. Das gibt einem neue Kraft und hilft durch den Alltag. Gut, sehr schön. Vorderseite vom Schloss. Start Recording. Und dann läuft's. Ja, hier bin ich ja im Sommer geflogen. Auch mit der R2, Mavic R2. Da war Mike auch noch dabei und die Nara, die wilde Nara. Die ist dann immer hier hochgesprungen. Vielleicht treffen wir die ja heute noch. Keine Ahnung, ob die hier auch unterwegs sind. Ja. Eine Kanone. Eine Kanone. Mit Schnee überzuckert. Und das Schloss im Gegenlicht. Es wird etwas heller. Ja, jetzt sehe ich die Angel nochmal aus. Das schöne Schloss Ritzebüttel. Da haben wir einen Stuhl, ein Kunstwerk, ein Stuhl mit Schubladen. Ja, das ist der offizielle Eingang vom Schlosspark hier. Schön zugefroren alles. Hier auf der Brücke. Da drüben von der Bank bin ich ja im Sommer gestartet, wo die Nara noch mit dabei war. Dann gehen wir jetzt hier unten auch noch mal lang um das Schloss. Ein weiteres Kunstwerk im Schnee. Hier am größtenteils zugefrorenen Teich. Ist nur schade, dass keine Enten da sind. Und Sumpfhühner, denen ist das wohl auch zu kalt jetzt, denke ich mal. Etwas höher. Und gleich sind wir dann auch wieder im Schweizer Haus, also auf der gegenüberliegenden Seite des Teichs. Da haben wir das Schweizer Haus. Schönes Motiv. Als wir hier das letzte Mal waren, war ja richtig schön Sommer. Gutes Wetter auch gehabt. Und ich denke, das hat sich auch gelohnt. Das wird auch den Leuten ganz gut gefallen haben. Hallo. So. Und da haben wir das Schweizer Haus. So schön es auch ist, aber man muss doch immer aufpassen, ne? Dass man nicht ausrutscht. Falls Sie sich fragen, 360-Grad-Kamera. Ich frage mich gar nicht. Nee. Ich ärgere mich jetzt nur, dass ich diesen Anruf bekommen habe. Oh, das tut mir ja leid, aber nein, da kann ich wenig für. Ich gehe auch gleich wieder. Ich muss ja meinen Vlog noch weitermachen. Ja, ja, dann noch einen schönen Tag, ne? Danke, gleichfalls. Jo, tschüss. Ja. Das wäre natürlich hier auch eine gute Stelle, um nochmal das Ganze auszufahren. Hier sind wir im Schloss. Auch ein bisschen in der Höhe. Ja. Alles sehr schön. Nur die Kleinen fehlen, die Entchen. Und im Sommer hatten wir ja hier auch noch einen Fischreiher gesehen. Da auf der anderen Seite. Hallo! Auch ganz nette Leute hier. Muss wohl auch ein bisschen mit dem Wetter zusammenliegen. Das nicht so das Schlechte im Menschen rauskommt. Okay. Jo. Dann habe ich jetzt gleich die komplette Runde hier durch den Park und seine Möglichkeiten mit der X2 hinter mir. Dann suche ich mir gleich mal ein schönes trockenes Plätzchen, wo ich die dann wieder verstauen kann, die X2. Und dann wechsle ich auf die Hero 9 über. Mal schauen, wie das denn wird. Die Hero 9 mit dem Z-Axis Gimbal und ja, von Scotty Makes Stuff, ne? Richtig. Hallo. 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 Ja, vielleicht da drüben bei der Bank. Genau. Gehe ich mal darüber. Mal schauen.